Heute geht es um eine Studie, die besagt, dass die Chance, dass intelligentes außerirdisches Leben überhaupt existiert, gleich Null sein soll. Laut einer Formel, die erarbeitet wurde, soll es unmöglich sein, doch was steckt genau dahinter und was ich über diese Formel denke, nach dem Intro. Heute geht es endlich mal wieder um Aliens. Ich weiß, von vielen ist es ein gewünschtes Thema und allgemein ist das Thema ja auch irgendwie immer spannend. Sich mal die Frage zu stellen, was im Universum eigentlich alles abgeht. Ich habe noch ganz kurz etwas in eigener Sache für euch. Mein Gaming-Kanal Game Akte wurde von YouTube nach ewig langer Überprüfung endlich nun freigegeben und dort erscheinen ab sofort jeden Tag um 16 Uhr Let's Plays und zwar zu Horror-, Psycho- oder Gruselspielen. Also wirklich Sachen, die zu meinem Kanal passen. Und wenn euch mein Kanal gefällt, dann schaut dort auch unbedingt mal vorbei. Den Link gibt's im angepinnten Kommentar oder der erste Link in der Videobeschreibung. Wirklich jeden Tag um 16 Uhr kommt da was Neues online, also auch gerne Game-Akte abonnieren und die Glocke aktivieren, um dort nichts mehr zu verpassen. Ich freue mich dort auf euch. Dieses Studium, die es heute gehen soll, stammt von der Oxford University in Großbritannien. Und die dortigen Wissenschaftler behaupten, dass es quasi unmöglich ist, dass es andere intelligente Wesen im Universum überhaupt gibt und wir die einzigen, wenn man denn so will, intelligente Lebensformen sind. Die Frage, ob man sich allein im Universum befindet, ist, glaube ich, schon ewig lang eine interessante. Und genauso spannend fand ich auch mal die Überlegung, was denn überhaupt gruseliger wäre. Wäre es gruseliger, wenn es Aliens gibt? Oder wäre es vielleicht nicht noch gruseliger, wenn man weiß, dass man alleine in diesem komplett großen Universum wäre? Ich dachte, die Antwort darauf ist leicht, es wären ganz klar die Aliens, aber eigentlich muss man da wirklich mal überlegen, denn irgendwie alleine zu sein in diesem großen Universum wäre doch eigentlich noch beängstigender. Schreibt da unbedingt gerne mal in die Kommentare, was ihr denn gruseliger finden würdet, das würde mich auch extrem interessieren. Jedenfalls behaupten diese Wissenschaftler, dass die Tatsache, dass wir seitdem wir alles dokumentieren und seit wir nach Aliens suchen, noch nie welche gefunden haben, es keine Beweise gibt und man auch keine Spuren irgendwo fand, wie zum Beispiel Weltraumschrott oder irgendwas, dass es dadurch ziemlich unmöglich ist. Und ja, ich muss zugeben, das ist schon eigentlich ungewöhnlich, dass man noch gar nichts fand. Es gibt zwar auch viele Alien-Sichtungen und auch ebenso viele UFO-Sichtungen, aber gerade bei UFO-Sichtungen ist das immer so eine Sache, ob es nicht vielleicht doch nur ein Flugobjekt eines Militärs war, das aber geheim ist und getestet wird. Es kann sein, dass nämlich das Militär weiter ist, als wir denken, und dass die vielleicht UFO-ähnliche Flugzeuge haben, mit denen sie in Sekundenschnelle wohin kommen, aber wir einfach nichts davon wissen. Oder die Wissenschaftler liegen auch komplett falsch, das kann natürlich auch sein. Sie haben dazu übrigens diese Formel verwendet, ich habe sie euch hier eingeblendet, wo zum Beispiel geeignete Sterne berechnet werden, die Anzahl der Planeten, auf denen Leben entsteht oder auch wie lange eine solche Zivilisation überleben könnte. Das erste, was mich dabei gefragt habe, ist, wer bestimmt eigentlich, was lebenswürdig ist? Klar, wir brauchen zum Beispiel Nahrung, Wasser, Sauerstoff, doch das muss ja nicht überall so sein. Ich weiß, in der Theorie heißt es, dass es ohne Wasser kein Leben gibt, aber was ist eigentlich, wenn doch? Was ist, wenn sich Lebewesen auch komplett anders entwickeln können? Und woher soll man auch wissen, wie lange eine Alien-Zivilisation überleben würde? Diese Berechnungen sind meiner Meinung nach ziemlich vage. Die Berechnung ist übrigens auch nur für unsere Galaxie und nicht für das komplette Universum. Aber die Wissenschaftler sind der Meinung, wenn es bei unserer Galaxie nichts gibt, dann gibt es überall nichts. Und da finde ich eigentlich, das kann man nicht so einfach sagen. Warum sollte es plötzlich in der Unendlichkeit nichts geben, wenn es doch bloß in unserer Galaxie zum Beispiel nichts geben würde und da wirklich nur wir wären? Von den ganzen Aliensichtungen mal abgesehen, klar, Videos und Fotos darüber sind wahrscheinlich meistens gefaked, aber es gibt auch ebenso glaubwürdige Aussagen von Menschen, die zwar keine Beweise haben, aber es so detailliert und genau erzählen können, dass es eigentlich wahr sein könnte. Klar, natürlich kann es auch gelogen sein, aber ich glaube nicht, dass wirklich jeder einzelne Mensch auf der kompletten Welt, der so etwas erzählt, ein Lügner ist. Dennoch schwierig die Frage, was meint ihr? Glaubt ihr an so eine Studie? Mich hat es so ein bisschen schockiert, dass jetzt quasi fast schon eine Bestätigung sein sollte, dass wir die einzigen im kompletten Universum sind,
Weil ich denke, die Chance, dass wir es nicht sind, ist eigentlich höher als die Chance, dass wir es sind. Und was würdet ihr, wie gesagt, gruseliger finden, wenn es nur uns gäbe oder wenn da noch andere unbekannte Aliens wären? Bin gespannt, was ihr zu dieser Meldung sagt. Unbedingt auch noch gerne bei GameAkte vorbeischauen und wie gesagt, täglich um 16 Uhr kommt ein neues Video. Und wenn es gut bei euch ankommt, kann man da vielleicht sogar mal 2 Videos pro Tag bringen. Das muss ich mir da mal ansehen. Wenn euch dieses Video hier gefallen hat und ihr gerne mehr in dieser Richtung sehen wollt, dann lasst einen Daumen hoch da und teilt das Video sehr gerne mit euren Freunden. Hier könnt ihr noch die Glocke aktivieren, um garantiert nichts mehr zu verpassen. Und hier links und rechts kommt ihr auch noch zu 2 weiteren gruseligen Videos. Danke und bis zum nächsten Mal. Ciao.